Ich glaube, ich nehme mit auf. Ja. Es hat jetzt schon was von einer lustigen Kakophonie, wie als würde man in einer Kneipe sitzen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie diese Aufnahme hier. Alles wird super. Ich habe zwar Ausschläge hier drauf. Soll ich dir Kortisonsalbe vorbeibringen? Gerne. Ja, Los. dann. Wir reiben uns da sagt damit Kaga ein Alessio. und. Ja, Spotto muss ja erstmal die Was macht man dann? Synchronisierungsdose. Die ganze Bin Zeit mir alle nicht voll am sicher, im Purzeln Zweifelsfall und alle sterben. so, wir machen Synchronat. jetzt Aufnahme. Ich kann lustige Muster malen. Spotto kann lustige Muster malen. Das ist Wir wissen aber noch nicht mit was. Ja. Ja, blöd nur, dass es Wetten, dass nicht mehr gibt, ne? Fingerfarbe. Doch, kommt doch Judith. Ach, Judith, ja, richtig, ich habe das erfolgreich verdrängt. Wer wird's denn Der diesmal? Gottschalk macht Ja, nur eine Folge irgendwann Ende des Jahres. Natürlich. Ja, habe ich irgendwie welcher die Tage von beiden? Gesehen, Hat dass der keine Rolle mehr, oder? Da ich jetzt mal schätzen. Wetten anfordert. Oder kein Ego mehr. Also ich lasse mal meine Aufnahme hier. Das der bringt so nichts. Ja. Ja. Weil das bringt so nichts. Ja, dann ist ihm vielleicht in Miami mache ich kurz noch was wahrscheinlich was lustig Gott, wird. Kann ich mich mal mit meinen Eltern zerstritten. Wie ich denen gesagt habe, wenn diese ich ganzen da alten geronnten Moderatoren kitzel? Sind ja nur noch deswegen auf Sendung, weil das so ein Seniorensender geworden ist. Was? Seit dem Morgen ist ein Seniorensender vor allem geworden. Ist halt auch so widerlich, so schmierig und so handsy, wenn eine hübsche Frau neben ihm sitzt. Kann man die Sekunden zählen, hast du mal bis gesehen? Seine Hand auf ihrem Oberschenkel ja, aber ja. Das ist echt, da machst du einen Sport draus. Hey, also neuer das ist Rekord. So Dings. Wenn nicht sogar schlimmer. Also ich habe eine beeindruckende Sammlung okay. von Technikproblemen, über die ich gerne erzählen würde, aber es ist wirklich, wirklich nicht interessant. Ja, dann lass es doch einfach. Gut, dann machen wir das. Schön, dass der, das auch langsam. Der Herr Zweig hat quasi seine Technikprobleme also, schon mit, Zweig ist uninteressant ankündigt. Technikthemen first, ja. Denken second. Das finde ich bei meisten Technikthemen aber auch kein Problem. Windows 7 ist ja nicht mehr im Support. Ja. Also hatte ich jetzt die Wahl, auf Linux umzustellen oder mich Windows 10 zu ergeben. Ich bin gerade nicht sicher, ob das heute und, so klappt. Windows 10 war scheiße. Das wird alles total Linux gut, scheiße, weil also im Zweifelsfall warten wir, bis die Folge draußen ist und legen unsere Spur einfach drüber. Das Windows 7 nicht ja, mehr aber wenn das hier noch nicht mal die Pre-Show, dann das könnte jetzt die Pre-Show sein. Das ist schon Pre-Show, die Aufnahme läuft. Ach du, dafür lese ich die falschen Blogs. Glaube ich. Jetzt mal eine ganz naive. Und kein Auto. Oder nee, ich frag nicht. Ich doch, ist dir diese große eh Wahlmeldung nicht aufgefallen, Herr Spotto? Doch, schon. Nur, ja, mein, wir unterscheiden uns in dem Drang. Wahrscheinlich zu wird das eh besser sein, weil ich hab, bemerke ich bei mir, dass Woche der Sunny Morning immer sehr, sehr viel Leck hat. Und so auch sehr lange, zum der arbeitet was gerne ich höre. In IT-Unternehmen, so mit ja. richtigen so Kunden und so, dass da wohl irgendwer bei ihm angerufen hätte und meinte, da käme so eine Windows 7 ja, nee, dann schieben wir das später Warnmeldung, zurecht. Ob das wichtig ist, wäre oder ob man das so lassen könnte. Ich meine, wie lang ist das jetzt? Andernfalls also, ist es wieder eine verlorene Episode. Das sollte doch Ach. Jeder schon mal gehört haben, oder? Verlorene Episoden nee, sind nee, super. Also der Support, der nachträgliche Long-Time-Support von unsere Windows Nachfahren werden sich darüber Woche freuen. So ist der erste ja. am 14. Ja, ja. Also es ist jetzt nichts, was das sind dann die Protologen. Das meine ich doch. Genau. Das wurde doch jetzt lang genug angekündigt, dass das Ding jetzt einfach halt, ja, ja. dass dem ja. der Hand zugedreht wird. Aber das ja, wir hätten ja eigentlich an Silvester eine Aufnahme machen intime können. Die Partnerschaft, die es ja ist mit dem Benutzer. Aber irgendwie. Ja, der Partner hat Lücken und nicht mit einem ist man einverstanden. Ich bin aber relativ froh, dass ja es keine gibt geworden. Ja. Intime Partnerschaft. Also andere wissen das ja hier, wie heißt es? Das war so lustig. Also eigentlich, ehrlich, Stockholm-Syndrom. Ich wollte gerade sagen, das hat mehr was von Stockholm-Syndrom als von intimer Partnerschaft, weil seit ich ein Windows-Hardware-Gerät nutzen darf, plus Windows 10, plus eine hier,
einen Adapter zu Bildschirm und so hasse ich dieses ganze Zeug noch mehr als bisher sowieso schon, weil was passiert? Jetzt inzwischen verschmeißt sie regelmäßig die Grafikeinstellungen zum Bildschirm. Da sperrst du den Rechner, gehst kurz irgendwo anders hin, kommst zurück, entsperrst den Rechner. Und also Judith beschwert sich gerade über Windows, oder? Überraschung. Ja, richtig. Gut, dann was für Grafikeinstellungen hattest du gleich nochmal? Sorry, du warst 5 Minuten weg, so lange konnte ich mir das nicht merken. Möchtest du vielleicht nochmal alles neu einstellen? Um mal jedes Klischee zu bedienen. Du musst dir klar machen, ein Betriebssystem Windows ist weiblich von Natur aus. Windows scheint ein bisschen wie die demente Oma von nebenan zu sein. Es wird Anerkennung, Liebe, Verständnis, Windows, dass man sich damit beschäftigt. Wenn ich bei meiner Partnerin das einfach dement. Nur ein bisschen Lock-Klucke klicken oder weggehe. Ganz kurz, bevor du weitermachst, kannst du schnell noch den E-Mail-Account Mimimi at Sunday Morning registrieren. So für die Beschwerdemails. Oh, nö, meine Beschwerden, die bringe ich hier ganz, ganz persönlich live und on air vor. Da brauche ich keine E-Mail. Ich glaube, bevor die Folge veröffentlicht, schicken wir es Ihnen dann Mimimi at Sunday Morning. Ich hatte kurz überlegt, ob ich meinen Spam-Filter umleiten soll. Ich weiß nicht, aber das will. Dann schreibe ich dir aber auch was an deinen. Oh ja. E-Mail ist ein Reizthema übrigens. Dieser IT-Job. Auf einem kann ich eine E-Mail zwar abrufen, aber schreiben. Auf dem anderen kann ich schreiben, aber nicht abrufen. Nur einer hat. Ich bekomme eine. Ich habe einen neuen virtuellen Server registriert. Dann kriege ich eine E-Mail. Aber so klicken hier, um zu bestätigen, dass sie auch sind. Und das klicken sie hier, ist aber kein Link. Themen. Dann gucke ich auf einem anderen Betriebssystem, da ist auch kein Link. Guck mal den Quelltext an, da ich ist kein Link. Bei allen meinen Kollegen Handy, eifrig Werbung für den Stephen King Podcast bei euch. Kann es sein, dass dein. Oh, ich auch. Also bei deinem Kollegen. Einfach ein bisschen paranoid eingestellt ist und der einfach direkt komplett. Ich habe tatsächlich eine Kollegin, die auch mal reingehört hat. Ich weiß nicht, wie das ist. Nee, also in derselben E-Mail weiter unten waren. Ich musste meinem direkten Tischnachbarn, der mich quasi einarbeitet, seinen Podcatcher einrichten auf dem iPhone. Er ist nur männlich und hat gewisse Ähnlichkeiten. Weil er irgendwas von Detektor FM. Ich jetzt einfach wollte. So einen Link hinlegen und habe einfach, der da auch nicht einfach so richtig einfach euer Podcast also, mit reingehauen. Andersrum, ne? Ja, wahrscheinlich, dass du es zur letzten Folge nicht geschafft hast. Ja, es hat mich auch geärgert. Ich habe gedacht, okay, da kannst du jetzt einfach irgend so ein Hosting anbieten. Ja, macht ja nichts. Wir waren zu viert und haben alle das Buch gehasst. Okay. Vielleicht mache ich das alles mal zu Fuß und von Hand und alles. Gib mir einfach nur ein Betriebssystem ohne irgendwelche Services installiert und ich mache das dann schon selbst. Das war ganz lustig. Ich habe heute mal recherchiert dazu. Nein, oh mein Gott, will ich das nicht. Ich habe das Buch besser in Erinnerung, weil ich nur 20% erinnert habe. Ich glaube, wir haben Hörer, die dir wahrscheinlich davon abraten. Das stimmt. Ja, und meine Hörer sind mir lieb und teuer, aber ich habe tatsächlich auch hier vor Ort. Ich würde gerne mal mit dir über einen Film sprechen, aber leider gibt es den Film nicht. Nee. Und dann bin ich bisschen, aber tatsächlich auf so eine, ich will nicht sagen One-Click. 1933 ist ja King Kong rausgekommen, ein großer Erfolg. So, wenn Spinnensinn geht los. Und 1933 angeguckt ist, eine, auch in Amerika Son of Kong rausgekommen. Mail in the Box. Die Fortsetzung. Ah, ja. Und alles, was das Ding braucht, ist war eine kein so Erfolg, weil vielfreundliche Ubuntu-Installation. Lass mich raten, es war ein kleiner Affe. Und dann richtet ihr das irgendwie in einen Webserver ein, macht den TLS-Zertifikat. Aber 1933 ist noch ein King Kong-Film rausgekommen. Und Kontakte und alles wunderschön. Wasai Kingo Kongo. Mit dem Rechner kannst du nachher nichts anderes mehr machen. Ein japanischer Schwarz-Weiß-Kurzfilm von Toyohiro Saito. Wenn du anfängst, was umzustellen, dann kommt er an. Ja, komm, lass mal schön die Finger davon, ich mach das wieder heil. Ist tatsächlich als Werbefilm für den Original King Kong Japan produziert worden. Der Chat bemerkt, hätte seit Jahren einen eigenen Messer. Es muss wohl so ein Film sein, der es an die Charlie Chaplin Filme erinnert. Es geht um zwei Vagabunden, die so ihren Lebensunterhalt dadurch machen, dass sie Münzen von der Straße aufsammeln. Unter dem Label soll ja irgendwann auch der eine hat eine Freundin, aber ihr Vater will natürlich nicht, dass sie so einen armen Mann heiratet. Ja, quasi um
Und er versucht, die Tochter an einen reichen Mann zu verheiraten. Also das ist dann halt, also kommt ich würde dieser, aufsetzen, dieser aber dann auch schon so mit Santa. Allem, was man dazu zu beachten hat. Und das ist dann echt nicht... Er sucht sich halt einen Job. Du, ich habe mir neulich überlegt, ob ich mal irgendwo einen eigenen Minecraft-Server aufsetze. Dieser Job ist RKO, also die amerikanische Produktionsfirma, das King Kong, das wird gerade als großer Erfolg in Tokio veröffentlicht. Und er soll als Affe verkleidet im Theater Werbung für diesen Film machen. Das könnte unter Umständen ins Auge gehen und der könnte dann das noch kurze Zeit einen Riesenerfolg machen, den ich nicht will und also, den ich auch nicht angeschoben habe. Wie man so aus japanischen Filmen kennt, in einem Gorilla-Kostüm durch, durch winzige Städte und wirft mit kleinen Flugzeugen um sich. Der Chat weist gerade nochmal darauf hin, dass man seinen eigenen E-Mail-Server betreibt, heißt das noch lange nicht, dass irgendwie dann eines Tages sieht er wohl mit seinen Freundin mit ihrem neuen reichen Freund im Publikum sitzt. Ja, ja, ich weiß, ich habe mich auch da schon mit der Bühne und verfolgt sie. Mit dem Gorilla-Kostüm natürlich. Ich will das alles nicht. Seit welchem verursacht er in der ganzen Stadt ein Riesenchaos, wird von Polizei und Feuerwehr verfolgt. Ich glaube, dass ein Gorilla ausgebrochen ist und Amok läuft nicht. Dann haut er den neuen Freund aus den Socken, zieht ihm den Gorilla-Anzug an und lässt ihn in der Straße liegen. Dann war alles wieder up and running. Dann so, oh, super Leute, danach, alles bestens, geht alles er und seine Freundin Ordnung. Zurück ins Theater. Er kriegt das Geld für seine Vorstellungen und jetzt, wo er reich ist, können er und seine Freundin heiraten. Traffic, das also da Online-Banking. Das ist eine sehr romantische Komödie. Haben die, um es wieder up and running zu kriegen, und über Cloudflare umgeleitet. Wohl erster Kaiju-Film. Also es muss wohl wirklich das erste Mal sein, dass Leute in Monsterkostümen gekleidet sind. Bin ich denn eigentlich? Da wird das Ding und ich habe das davon gehört und dachte, genau ich will diesen Film sehen. Prinzip leider ist es ja mehr kam, oder weniger so der Hiroshima Nachbau dazwischen. Eines DDoS-Angriffs, weil was passiert? Also er gilt als verloren. Nicht so? Es ist doch, schade. Es stimmt doch, es ist doch eigentlich so, weil... Es ist ja Centralized Denial of Service. Ja? Ja, stimmt. Ich hasse sie, ehrlich. Und keiner kaum, erzählt den... Weißt du, als Kumpel kriegt man sowas da hat aber wieder jemand Emotionen, Mann, oh Mann. Mit, wenn man den falschen Leuten auf Twitter folgt. Ja. Und das ist fast schon Best Practice im Bereich. Das machen die fast alle. Hab dann da mal wenn man den falschen auf Leuten auf Twitter folgt, passiert es, dass man irgendwann in so einem Podcast sitzt. Was an alles? Ich hab den dann angeschrieben sagst und hab zu finden. Mein Potsdam-Urlaub ist bewilligt. Also, die haben normalerweise tatsächlich und jetzt ohne Witz einen sehr freundlichen und sehr zuvorkommenden und sehr gut erreichbaren Kundenservice. Nee, ich muss gucken. Den mal auf Twitter, die kann man anrufen. Das hat bisher wirklich ohne Witz ganz ernsthaft super, super gut funktioniert. Andererseits, ach, dieses Potsdam überbewertet. Dieses, meine Motive sind völlig transparent. Ah, ja, ich sehe so. Ja. Leute, was soll denn das sein? Wieso erzählt ihr nicht davon? Und bis wann gedenkt ihr, das gefixt zu kriegen? Du, dann ist aber Schweigen im Walde. Das hat mich sehr aufgebracht. Also ich werde da Schweigen durchaus im Walde. Danke, Tod. Mal meine Möglichkeiten als Verbraucherin in Anspruch nehmen. Ich sitze hier übrigens neben ein paar Töpfen mit relativ vertrockneten Kräutern, so ist, also bei denen aber frisches also Grün rauskommt. Ich hätte so beim Ginseng, bei der Pfefferminze hier oben. Ginseng? Naja, ich kann ja nicht immer selber alles anzünden. Oder für Tee? Für oder? Tee. Also das wäre schmeckt übrigens sehr lecker. Frage die Australier. Der hat so geblüht und diese Blüten waren wie ich meine, sind jetzt schon die Blutung, aber krass, okay. Total cool. Ja, irgendwas, den kann man... Vielleicht, wenn der jetzt mal richtig schön kommt, mach ich dir mal einen Ableger. Da gab es ein Video, wo eine schottische Reporterin aber praktisch hast du nicht mehr so Platz. Praktisch muss ich erst mal einen Umzug abwarten, was ich alles auf den Balkon packen kann. Bis das hier kommt, ist eh Frühling irgendwann. Der Koala ist aber deutlich irgendwie gewalttätiger und längere. Ich habe schon immer noch einen Chili zu stehen. Bla, und dann haben die in so einen Vollkörperpanzer gestopft mit aus den nicht umgetopften bestehen. Und Handschuhe und was nicht alle. Und haben das habe ich einfach hier drin gelassen und wachsen lassen. Es hängt sogar so hängen noch gar nicht zwei Chilis dran. Die hat die Ohren schon jetzt irgendwie ganz Stock anders gestellt. Und so, oh Gott, nimmt den weg. Ist doch praktisch. Ja. Das war ein Koala. Ja. Der Schotter an sich sollte mehr vor die Haustür gehen, finde ich.
Also da kann ich von noch wenn man so viel so ausführen gehen, gibt's keine Koalas. Catchphrases außerhalb des Kontextes hört. Oh ja. Sie hat eine schottische Droppe. Mhm. Jedenfalls, ich bin jetzt mal gespannt, wann ich hört dazu komme. Sunday morning also, es gibt jetzt zwei Zukunfte. Also man ist an so einem Scheideweg. Das möchte ich jetzt so nicht sagen. Es zeichnen sich zwei Zukünfte ab und noch steht nicht fest, welchen Weg die Geschichte gehen wird. Gut. Entweder ich finde jemanden, der das für mich macht. Oder es wird eine ganze Weile dauern. Aber du hast dann eine Menge gelernt, zum Beispiel, dass du das nie wieder machen willst. Ja, ja. Das sage ich ja den Auszubildenden auch immer, wenn irgendwas furchtbar schiefgelaufen ist und sie das behoben haben, sag ich mal, so. Das Wichtigste ist, dass sie was daraus gelernt haben, nie wieder tun. Ich werde mir kurz noch einen Kaffee holen, bin sofort wieder da. Okay, dann schenke ich mir mal eine Tasse Tee ein. Die Kinder dazu okay, bringen. Bis also ich meine, du könntest ihnen erzählen, dass es viel spannender ist als Minecraft. Weißt du, das ganze Konzept mit, du machst eine Podcast-Episode ja. Und dann gefällt dir vielleicht ein Detail daran nicht. Liebes Publikum. Mal genuschelt oder ein Name fiel dir nicht ein. Ich habe keine Ahnung, was das hier gerade voll ist. Oder du merkst hinterher halt, irgendwas war thematisch einfach falsch. Mittlerweile, man hat ja so seinen Frieden damit gemacht. Man hätte vielleicht technisch vorher planen so. Sollen, aber das ja. War jetzt eine Idee. Und dieses Projekt ist ja im Grunde von der Idee zur Umsetzung in weniger als 5 Minuten. Meinen inneren Monk und deswegen klappt das auch so. Irgendwie von der Seite noch auf die Bühne halt zu schieben, damit man den Kram immer und immer wieder anfasst. Jetzt stell dir mal vor, so ein Typ mit einem fatalen Hang zum Perfektionismus. Was hat der Zweck jetzt gerade gesagt? Der will seinen Kram wieder und wieder anfassen? Würde das seinen Beutekindern übergeben? Nein. Es ist ja wirklich, ich bin ja nicht sonderlich anal fixiert, aber. Moment, aber wenn solltest du das dann, wenn tun, mit den Worten, hier ist mein Erbe? Nutzungsweise. Ja, diesmal so mit eines Tages alles dir. Ja. Ich bin ja nicht sonderlich stockkonservativ, aber. Meinem Auszubildenden mache ich sogar Vorgaben, wo auf dem Blatt er zu tackern hat. Ich würde dich hassen. Ich würde 5 Minuten mit dir zusammenarbeiten und dann, ja. Und ich würde es verstehen. Aber ich kann das alles logisch erklären. Da bin ich mir sogar sehr sicher. Aber ich weiß es nicht. Menschen, die mir nicht mal zutrauen, dass ich selber schaffe, an einer passenden Stelle ein Blatt oder zwei Blätter zusammen zu tackern. Also da habe ich schon eine relativ explizite Meinung dazu. Und nachdem das hier ja ein Familienpodcast ist, werde ich die jetzt an der Stelle nicht äußern. Ich habe auch interessante Thesen dazu, wie man Ziffern schreibt. Ich glaube, ich würde den Herrn Zweikatz auch hassen, wenn ich mit ihm zusammenarbeiten müsste. Ja, so, dass sie eindeutig unterscheidbar sind, dass du nicht eine 0 mit einer 6 verwechselst oder so. Ja. Also ich sag mal so, wenn du eine 0 mit einer 6 verwechselst, dann, oder kannst, dann, was? Ja gut, das ist halt irgendwie so ein Schreibschriftgeschnörkel da mit, Würdest du gerne für den Herrn Zweikatz arbeiten? Ja. Genau, sowas. Ach, du bist doch nicht da. Hallo, nein, was habe ich verpasst? Mich gut im Griff. Würdest du gerne für den Herrn Zweikatz arbeiten? Viel wichtiger, als was? Umwelt kann auch damit leben. Als jemand, was gut für sie ist. Der also, Vorgaben bekommt, wo auf dem Blatt er tackern muss. Gut. Du wirst dafür bezahlt, dass du... das stimmt. Kann das nicht eine Maschine machen? Ich werde aktuell dafür bezahlt, dass ich diesen weitergebe an andere. Vielleicht kann Excel für dich so programmieren. Die sich so viel mehr erhofft haben, dass sie ausführen. Sind nicht gut, weil Makros darf man ja nicht mehr ausführen. Makros sind böse. Ja. Ja, wie auch immer. Makroni. Nur wenn ich sie selbst koche. Ich habe auch gerade Nudeln. Ich habe nur eine. Ich kann nicht mehr im Chat im Pad schreiben. Was? Ich kann nicht mehr im Pad schreiben. Ja, außerdem hat der Zweikatz vorhin gesagt, dass er nicht die Finger von seinem Ding lassen kann, aber ich glaube, das habe ich falsch verstanden. Ich lese mal vor. An edit you have made was classified illegal by the synchronization server. Okay, hast du einfach mal versucht nachzuholen. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich lieber Chili oder Bolognese kochen möchte. Das heißt, wenn ich und habe ein Mittelding gekocht und bin mir nicht sicher, ob es lecker ist oder furchtbar. Alter, mach das mal. Das ist quasi Hackfleisch und Bohnen. Ich hab's gesehen. Und Tomatensauce. Nee, das war ich nicht. Nee, gnädig. Also ich kann hier tatsächlich einen Reconnect machen, dann lädt das ja meinen Content neu, aber ich kann daran tatsächlich nichts verändern. Also Hackfleisch und Bohnen und Tomatensauce ist ja schon an sich okay. Hört hier auf damit. Richtig. Aber die Nudeln drin. Das ist nicht witzig. Doch.
Und ich weiß nicht genau, warum. Also irgendeins von den Apples wird das sein, aber ich habe die selben installiert, die vorher auf dem anderen Rechner auch liefen. Und da eigentlich, aber vielleicht neuere Versionen, die da vielleicht... Wobei, ich habe ein Add-on weggelassen, das auf dem alten immer noch installiert war, schon von Anotok. Ich weiß aber nicht, ob es der geschlechtergerechten Sprache dient, wenn ich das jetzt erwähne. Was? Es gibt ein Add-on namens Binnen-I Be Gone. Und das degendert dir alles wieder. Warum? Oh je. Das mich genervt hat. Manchmal. Okay. Moment, würde ich es jetzt wieder installieren und dann läuft das. Würde ich gerne als Gehirnparasit einfach mal so eine Woche in Hans Weikert seinem Gehirn wohnen. So gespannt haben wir noch nie geschwiegen. Ja, ich weiß nicht, ob direkt im Gehirn so gut wäre. Vielleicht so in der Nähe, in der Nase oder so. Ich habe schon mal gestellt, dass es nicht eskaliert. Täte weh. Ich war oder in den persönlich Haaren. Gestern nochmal ohne psychischen und moralischen Beistand von Judith im Thoman. Das wäre dann doch so weit. Mit meiner Bankkarte. Ich gebe da auch immer gutes Innen- und moralisches Beispiel. Welche hat er denn sonst? Letztes Mal zum Beispiel habe ich überhaupt nichts gekauft. Hat der Augenbrauen? Also, weiß ich nicht. Im Gegensatz jetzt zu dir. So genau habe ich mir nicht angeguckt. Das war jetzt nicht hier. Das war ja für einen guten Zweck. Okay, ich meine, das ist jetzt im Endeffekt Augenbrauen die Sachen, die wäre aber auch ein schönes Verb. Noch gekauft habe und die letzte Woche noch per Post gekommen sind, dass die dann quasi so Folgen dieses Kaufes gewesen sind. Und Spinnenbeine, und jetzt tun wir ein paar Augenbrauen. Genau. Zitieren, ne? Der Kauf von Audio-Equipment zieht immer den Kauf von mehr Audio-Equipment nach sich. ja. Aber das wird, glaube ich, jetzt ganz gut. Da muss ich heute Nachmittag/Abend dann mal gucken. Ja. Weil ich ja den Tisch verkabelt habe und da hinten drin jetzt irgendwie die ganzen XLR-Kabel aus dem Live-Set für Podstock und Co. Verbaut sind. Und es macht halt nicht wirklich viel Sinn, einen Schreibtisch mit 6 Meter XLR-Kabeln zu Der Ansgar betreiben. Ich stelle mir gerade vor, wie du jetzt bei meinem Podstock auftauchst mit einer Anhängerkupplung und dein Schreibtisch hängt hinten drin. Nein, nicht auf Idee. Nein, der ist nicht. Wobei so als FOH wäre das schon, aber da bräuchte ich dann irgendwie noch eine gerade Fläche. Schreibt man doch anders. Nee, das tut schon. Schreibt man sich FUCK? Also das meiste, da habe ich mir gestern auch noch Dinge angeguckt. Bei uns passt es. Persönlich mit Consent eine Konsole anfassen können, also ein anderes Mischpult und ich glaube, das wird ganz gut. Ja, genau. Und jetzt Herr Schweigewalde, ist außer uns noch jemand da? Ich glaube, ich habe mich hier so in meine Decke eingewickelt, dass ich nie wieder rauskomme. Ich habe es jetzt irgendwie geschafft, mir auf den mittleren Mausbutton... Vielleicht verpuppe ich mich einfach zu einem wunderschönen... Mausbutton, bitte schneiden. Das Mikro stumm schalten zu legen, jetzt bin ich mir aber... Ich kriege es aber nicht angezeigt. Jetzt bin ich mir immer so ein bisschen unsicher, in welchem Status ich mich befinde. Du wärst eine super Mumie. So existenziell. Ja, ich weiß. Aber warum legt man sich das auf die Maus? Vor allen Dingen nicht auf den mittleren. Weil. Und du wärst eine Sensation. Der Butler könnte eine Folge Audacity unter Linux. Oh ja, das wäre schön. Also ich habe unter Windows dann immer einfach den Mikrofonregler in Voll Audacity runtergezwungen. Musste ich mich nicht groß für bewegen, konnte ich einen nicht machen. Das geht unter Linux nicht. Und frag mich nicht, warum. Was benutzt du als Audio-Zeug in deinem Linux? Audio-Zeug? Also, es gibt ja Pulse-Audio und Jack-Audio und hast du nicht gesehen? Pulse-Audio und als auf der Archäologische Podcast auf dem Klo Jack angucken, weil Jack ist echt geil. Hat irgendwas von dem, was ich in den letzten 20 Minuten gesagt habe, dich dazu gebracht zu glauben, ich möchte mir mehr Technik und Software draufspielen? Es gibt kein Problem, dass sich mit Technik nicht noch schlimmer machen lässt. Also von daher. Also wenn jetzt alle Rechner hier erstmal auf dem Stand sind, hat in den Chat geschrieben. Laufen, oh ja, kein Problem. Bloß kein Jack. Thunderbird nervt mich übrigens auch tierisch. Ja, mich auch, aber... Ich habe von einem Linux-Mint-Rechner... Nein, also ich gebe bestimmt Sunday Morning vielleicht Jack alle, ist sehr toll. Wo die E-Mails das Problem ist laufen. Einfach... Einfach den kompletten das, Ordner genommen, auf Jack den anderen überhaupt nicht kompatibel ist mit meinem Audio und ließ sich da erstmal nicht öffnen. Road, Jack. Ansonsten kann man damit halt super Dinge machen, wie zum Beispiel, also du kannst genau jede Audioquelle in deinem Rechner quasi einzeln virtuell auf dem anderen Rechner. Das läuft immer noch. Da hätten wir halt nicht so viele Probleme wie heute. Ja, kopieren, was nicht und so
Das vielleicht auch so sein, dass du das nicht einfach kopieren Spieleabendprobleme wie früher, dass man quasi nicht alles, was im Skype ankommt, auf die Audiospur bekommt. Es gab irgendwie bei der Version 68 geht mit Jack einfach alles. Sprung, wo die das Prozedere ein bisschen geändert haben, also intern bei der Tastatur. Aber es bringt halt nichts, wenn das Audio-Interface überhaupt nicht kompatibel dazu ist. Und dann wieder zurück. Quasi das Glied in der Kette. Profil in der Version 68. Ja, ich habe direkt gesagt, ich weiß. Nehmen und das auf eine jüngere Version übertragen. Ach ja, das auch. Schlimm. So sieht's aus. Wir können noch mal ganz kurz über Podcasts und allgemeine Geschäftsbedingungen sprechen. Ja, Podcast. Oh, nee. Habt ihr gestern das? Ich hab dir diesen Screenshot gesehen. Ich habe so gelacht. Ja, vielleicht schon, aber ich weiß nicht, was du meinst. Echt ohne Witz. Ich habe ich bin ein bisschen durch die iTunes Podcast Bibliothek gegangen, geschnorchelt und habe da so geguckt, was es denn alles an interessanten, noch zu hörenden Podcasts gäbe. Und dann sah ich diesen einen Podcast, also das war so lustig, ohne Witz. Der Podcast heißt Schmutzige Geschäfte. Jetzt bin ich gespannt. Darauf zu sehen. Das ist doch hier von Podimo, oder? Den habe ich schon mal gehört. Ja, und als Anbieter, also Schmutzige Geschäfte und drunter steht als Anbieter Podimo. Ich muss mal dieses Bild raussuchen. Genau, ich glaube, das hatte ich mal mit Twitter. Kasse gehen, oder? Echt? Ich hab mich nicht weiter damit beschäftigt, weil ich die nächsten fünf Minuten ich doch mal damit beschäftigt war zu lachen. Und, nicht. Meine hellen Momente sind so rar gesät. Das war schon... Ist klar, wenn du das Haus nicht im Tageslicht siehst. So Copy-Image. Ich sehe es zum Teil nicht mal mehr im künstlichen Licht, weil ich es nicht schaffe, meine alte Lampe wieder anzuklemmen an die, den Link an die Decke. Tweet. Ich habe auch hier Lampen im Schlafzimmer, wenn dann der Birne kaputt ist und ich es nicht rausmache. Ja. Haut mir jetzt mal, wie es nicht anscheinend die Sicherung raus. Das ist doch beim Ex oder der Ex. Das ist lustig. Wie, was? Ich tippe drauf, dass ungefähr das auch hier passieren wird, weil ich habe eine Lüsterklemme mit Drähten, die aus der Decke kommen. Mit zweimal Phase und einmal Erde. Da ist keine Null. Also wir wissen jetzt, dieser Podcast... Das heißt, ich müsste quasi alles, was an Strom wieder abfließt, auf die Erde geben. Was technisch gesehen kein Problem darstellen sollte, weil ein FI-Schalter hat das Haus hier nicht. Aber ich finde, seine Geldscheine sind entweder ist er ein sehr, sehr kleiner aber Mensch... Aber es hinterlässt so ein schlechtes Bauchgefühl. Das habe ich gestern kurz mit meinen Vermietern drüber geredet und die sagten sowas wie, nö, das haben wir hier immer so gemacht. Was mich ja ein bisschen verstört und umso besser finde ich es hier bald wieder auszuziehen. Die Elektroinstallation ist mindestens so alt wie das Haus. Ich glaube, sie hat schon vorher gestanden. Die hat das Haus drumherum gebaut. Das war schon immer so. Genau das. Ja. Wir mähen ihren Rasen und geben ihnen dafür 10 Euro. Wenn sie uns 50 geben, geben wir ihnen 60. Terms and Services. Ich habe okay, ich glaube, der Zweikatz wird bei dem nächsten Rasen mähen. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Da könnte man ein Riesengeschäft draus machen. Hat. Schön. Und? Ja, das ist super. Das ist ein Riesengeschäft hat und auf dem Rasen machen. Mich fragt, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Es gibt wohl einen, der heißt Acast. Nach dem Bolognese-Chili. Ich glaube, das bestimmt. Glaub mir. Der hatte so einen schönen Passus unter Paragraph 7.1. Dinge sind geschehen. Dass du dich verpflichtest, keinerlei Werbung für Konkurrenzprodukte von Acast zu machen. Sträter zu zitieren an dieser Stelle, der braune Bus wird gehupt. Schöne Theorie. Dann gibt es Anchor, die übrigens Spotify gehören. Ja. Die es sich rausnehmen, dir jederzeit den Namen deines Podcasts wegzunehmen und jemand anderen zu geben, ohne dass du irgendeine Möglichkeit hast, was dagegen zu tun, zu schlagen und dergleichen. Mhm. Einverstanden. Lipsyn. Ich werde Glücksspiel. Die habe ich sogar schon mal gesehen. Ein paar amerikanische sind da wohl relativ beliebt. Haben unter anderem drinstehen, dass ich Kondome abstauben. Dich verpflichtest, keinerlei Monetarisierung deines Podcasts durchzuführen, der nicht mit ihnen abgesprochen ist und über sie geht. Mhm.
das genau. machen wir nicht. Unsere Monetarisierung ist mir sehr wichtig. Wenn der Meinung ist, dass sein Podcast zu erfolgreich ist, dann wird er automatisch. Du meinst die minus 50 Euro, die wir selber bezahlen müssen. Ja, gut, ich meine, das kann man. Das kann man ja eigentlich nicht bei Spotify. Einfach dadurch explodieren, dass du. Weil du die Technik machst, du hast es nicht eigentlich. Ich glaube, wir sollten das mal tun. Wir würden das auch verstehen, aber die Formulierung ist May. Also, ich glaube, wir würden einen riesigen Hörer kriegen. Die können sich das auch suchen. Ich kann dabei nicht ernst sein. Keine Grenze oder dergleichen. Wir werden höchstens einen Stuhlkreis haben. Zeigen Sie ja dieser Puppe, wo der Podcast den wehgetan hat. Und, ja, sehe ich auch. Drückt mit der ganzen Hand auf die Puppe. Die Puppe haut sie auf den Tisch. Genau. Wenn du nicht mehr null anfängst, dann. Geben Sie mir einen Blanko-Server, ich mache den Rest. Ach so, ja, ich meine, ich rede jetzt nicht davon, dass du den ganzen Webserver auf die Beine stellst. Das ist ja nur schon. Ja, hier nach diesem, wie hieß der denn mal? Dieser komische Astrophysiker, sein Rezept, um einen Apfelkuchen zu machen. Das erste, was du machen musst, du musst die Welt erschaffen. Und aber ich bin halt mit unserer Podcast-Apfel eigentlich ganz zufrieden. Sag mal, ihr seid da vielleicht. Ab und zu möchte man mal jemanden in den Arsch treten, aber ansonsten spontan nichts gefunden. Wie ist sind so da schon ganz gute Leute. Bubble im Sinne von Blase oder von Reden? Die Blase. Okay. Also, okay. Das war irgendwann mal, ich glaube, auf der letzten Zeit. Immer manchmal drückt das etwas auf die Blase. Ja, da war ein Gespräch, dass es dann. Ja, das ist aber im Grunde genommen schon recht. Zumindest auf der Podlove-Seite selbst gibt es in der Richtung noch nichts. Vielleicht weiß die geneigte Hörerinnenschaft da. Wobei es immer wieder interessant ist, wie viel es außerhalb dieser Bubble gibt. Das ist auch nicht ein großes Thema, was ich jetzt gerade sehr interessant finde. So vollkommen an mir vorbeigeht. Ich hatte eine Idee, wie man der DSGVO den Vorgaben komplett entgehen kann. Inwiefern? Aha, also an Podcast-Projekten, die einfach keine Überschneidung mit der eigenen Bubble haben, oder? Genau. Teils den Benutzern der Seite ich mein, einfach auf jeder Unterseite kommt mit. Dann, kommt dann so eine Überschneidung, weil es gibt so viele Sachen, die einfach, ich meine, so gut mit diesen ganzen Marketing-Lifestyle-Bla-Podcast, das hört sich eh kein Mensch an. Doch. Das ist auch, dann kommen Sie ich habe mindestens einen agilen Manager-Podcast in meinem Podcast. Dann kannst du Moment, in dem von Tobi Bayer. Hast du gesehen? Du darfst ja gar nicht. Tobi Bayer? Nein, den habe ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es den noch gibt. Mit, wobei aber der hatte doch auch mal einen gemacht. Dann okay. dem nachweisen, dass er da irgendwas falsch gemacht hat. Aber den gibt es nicht mehr. Steht auf jeder Seite drauf, Herr Richter. Mehr konnte ich hier nicht darüber informieren. Die Meditations-Podcast-Bubble scheint auch ziemlich groß zu sein und ist überhaupt nicht überschneidend mit meiner. Noch eine, tatsächlich habe ich da mal vom Oliver Wunderlich da, was der auf Audible gemacht hat, aber Audible weigere ich mich als Podcast zu bezeichnen, weil ich kein Feed habe. Das ist auch der Grund, warum ich da nichts mehr höre, selbst wenn es da ein, zwei interessante Sachen gibt. Snap geht einfach. Ist von der Jinx und dem McLemmon. Und Jacqueline auch. Ach, danke. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, genau. Ja. So. Okay, dann kriege ich das also nicht spontan. Nein, das ist ja super. Darauf war ich dann aber jetzt. Ich meine, es ist ja die Postdoc-Schade, da kann man ja nichts anderes der Chat sagen. Weiß, Rad. Der Chat und das ist im Großen und Ganzen. Wirft Namen in den Raum, die da wohl näher informiert werden. Ich vermute einfach mal, wenn das Ding nicht auf der Podlove Publisher Webseite oder steht, dann ist es zumindest noch nicht irgendwie sehr ich darf häufig. Nichts anderes sagen, oder? Nein. Ich gebe dir eigentlich nicht auf die Seite geschrieben. Also ich meine, nee, aber hier auch da gibt es halt Fluktuationen nach oben und unten, aber das gibt es überall. Der Mittelwert ist in Ordnung. Ja. Okay. Ich meine, wenn man die Sunday Morning Leute ignoriert, dann kann man sich unterhalten, was er da jetzt eigentlich so alles vorhat. Und das klingt tatsächlich alles sehr, sehr angenehm, so dass ich mir das irgendwie auf ein zweites System vielleicht irgendwann. Bis auf den Spotto, den kann man frittieren. Auch wenn die Leute mir immer sagen, ja, du kannst die Sachen parallel installieren. Nein, weil das Zeug in gemeinsame VSD-Plugin-Verzeichnisse schreibt mir dann trotzdem wieder Sachen. Was ein gültiges VSD-Plugin? Aber gut. Was? Hilfe. Wo bist du ausgestiegen? Was Stefan gerade gesagt hat, ich hab's aber nur halb verstanden. Das läuft super. Ich habe nur irgendwas mit parallel und gleiche Folder verstanden. Da bin ich tatsächlich auch gerade noch auf der Suche nach einer besseren Lösung, weil ich quasi die VSD-Plugin wäre cool. Machen will. Also so von uns zum Beispiel. Und du aber eigentlich den ganzen Schnitt auf. So jede Webseite, die du anguckst, wird automatisch von letzter Woche. Das ist Bilder aus Gutes Faust dargestellt. Ich gerade auch noch eine Suche nach einer sinnvollen Lösung. Es wird wahrscheinlich irgendwas mit Rsync oder Git oder irgendwas. Das also ist das Trumpel-Scam. Schlecht ist, weil große Binärdateien und Git, das sind so zwei Welten, die sich jetzt nicht unbedingt gut verstehen. Ich könnte dafür vielleicht einfach so einen
Raspberry Pi. Es gibt kein technisches Problem, dass man nicht durch den Einsatz mehr Technik noch schlimmer machen könnte. Naja, schauen wir mal. Da finde ich bestimmt irgendwie eine halbwegs hackbare Lösung. Na dann. Klingt doch gut. Ja, also natürlich, ich könnte natürlich auch einfach eine OwnCloud drauf machen. So. Egal. Was machen wir jetzt mit diesem angebrochenen Nextcloud heute? Mit der aktuellen Version 18 irgendwie auch deutlich. Warum hast du eine Hose an? Ja, schade. Die und der zeigt dir den Suit jetzt da drin untergebracht. Es ist Winter, da darf sich das Haar länger. Das kleine Filzchen. Sicher das nicht. Macht das Potstock für Olga-Zwecke. Das kleine Filzchen ist oben. Ich glaube, 2 Jahren. Ja, bei bestimmten Formen von irgendeiner App, die dazu installiert wurde. In der aktuellen 18er Version ist das einfach schon von Haus aus so. So im Nebeneffekt synkt das dann noch Daten. Ich glaube, ein Fediverse-Account konnte man damit jetzt eh schon erstellen. Okay. Kannst du dann deine eigene OwnCloud in Mastodon schreiben lassen? Nextcloud, ja. Ja, tatsächlich genauso. Okay. Das hört sich bei mir hier dauernd so an. Ja, die rüsten auf. Als wenn deine Cloud nicht nur nach Hause ist, sondern in die weite Welt raus telefoniert. Okay. Aber ich wüsste nicht, wo es hier Gänse gibt. Ja, dem ist wahrscheinlich... Ja, okay, aber Hühner klingen anders. Wie heißt denn der mal? Das ist merkwürdig. Dropbox. Und du bist dir sicher, dass es nicht nur in deinem Kopf ist? Die Richtung, in die marschieren, sagten super. Da wollen wir auch hin. Wir sind alle ja gerade deswegen von Dropbox. Dann wäre das auf jeden Fall eine Möglichkeit, die du in Betracht ziehen solltest. Also, ja, ganz so offensichtlich überhaupt ist Dropbox ein riesen Haufen unverständlicher Scheiß. Also, vielleicht hast du gar keinen Vogel, sondern Gänse. Für User und End-User vor allem. Gänse oder gar nicht? Naja. Ganz genau. Du sagst es. Haben wir sonst was gemacht? Ich habe T-Shirts gedruckt. War ganz lustig. Okay, es ist es soweit. Wir haben einen gewissen Zeitversatz. Der Flo macht die Witze zuerst und dann lässt er mir die Arbeit erzählen, aber das ist irgendwie alles doof. Das heißt, du bist hinter mir? Ich refreshe mal kurz. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber ich hätte nur noch Themen. Ich wollte gerade sagen, wenn wir keine Themen mehr haben, dann können wir doch einfach Themen zur Hauptsendung übergehen, oder? Ah, sie macht jetzt Themen? Dann würde ich sagen, ist das ein guter Punkt für uns auszusteigen. Was? Musst du jetzt kochen? Ich muss jetzt gleich kochen, ja. Außerdem haben wir schon unsere Zeit bald erfüllt. Egal. 50 Minuten haben wir. Mhm. 5 Minuten haben wir noch. Ich bleib noch ein bisschen da und höre weiter. Ja, weiterhören werde ich auch noch, aber ich muss dann erst kochen gehen. Okay. Dann bedanke ich mich für die schöne Sendung. Ja, mal gucken, was daraus wird. Ja. Vielleicht schicke ich dir die Datei auch einfach. Dann kannst du das drunter fremeln. Okay. Aber mal gucken. Jo, dann wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag. Ja, bis zum nächsten Jahr. Bis zum nächsten Mal. Mal. Ja. Mach's gut. Ciao. So, der Flo ist weg. Jetzt kann ich mich um meine eigene Sendung kümmern. Ich hab das gehört. Fuck.